Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ein Freund unseres Hauses hatte leider Prostatakrebs und Darmkrebs, hat sich 6 Monate lang selbst behandelt, aus Überzeugung, mit selbstgemachten fermentierten Sauerkraut, mit dem Ergebnis, dass er heute gesund ist. So, das hat er mir erzählt in der Geschichte hier im Studio. Und ich möchte das aus medizinischer Sicht einmal noch anschauen und einen Arzt fragen, der auch ehemals Elektroniker war, mit Elektrophysik natürlich im Zusammenhang steht, wie er sich das erklären kann und ob diese Therapieform meines Freundes vielleicht auch etwas ist, was Ihnen zu Hause oder auch mir zu Hause gut tun würde. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, der Dr. Henning Sartor ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Henning. Vielen Dank. Wundert dich das Ergebnis dieses Herrn? Nein, überhaupt nicht. Weil es gibt verschiedene Aspekte, die aus dem Sauerkraut heraus gedacht in dem Stoffwechsel einer Zelle oder eines Organismus sehr, sehr positive Einflüsse hat. Und der Es gibt also wesentliche Einflüsse auf die Darmflora, aber eben auch auf den Zellstoffwechsel. Wir hatten in anderen Zusammenhang schon über den Warburg-Effekt gesprochen, dass nämlich da im Sauerkraut sehr wenig Kohlenhydrate drin sind und das eigentlich sogar in eine ketogene Ernährung hineinläuft und damit der Laktatspiegel in der Zelle sinkt. Es ist aber insgesamt das ganze Milieu des ganzen Körpers, was praktisch saniert wird im Zusammenhang mit Sauerkraut. Kennt denn unser Körper Sauerkraut auch evolutionsbedingt? Also in der Urzeit haben ganz viele Menschen schon Fermentiertes gegessen. Mhm. Man sieht das manchmal sogar in alten Filmen, wo unsere Verwandten, die Schimpansen oder im Urwald dann vergorene Früchte essen und dann sogar vom Alkohol etwas beschwipst sind vielleicht. Aber entscheidend ist, dass immer wieder in der Natur solche Vergärungsprozesse vorkommen und dann über die entsprechenden Produkte, die im Darm stattfinden oder zugeführt werden, das Milieu sich verändert in der Weise, dass die Säuerungsflora gestützt und die Fäulnisflora gehemmt wird. Und genau das ist der positive Effekt, der eigentliche. Da tauche ich nochmals tiefer rein, aber ich habe noch beim Mittagessen meiner Mutter gefragt. Sie hat gesagt, also zu ihrer Zeit, als sie jung war, war das gang und gäbe. Da hatte man im Keller einfach ein großes Fass mit Sauerkraut, das wurde eingelegt. Und das war eigentlich ein wichtiges Nahrungsmittel von einer Generation über mir. Aber wenn ich heute das Bewusstsein der Menschen anschaue in Bezug auf fermentierte Nahrungsmittel, die nicht pasteurisiert sind, also die Bakterien leben noch, dann entsteht eigentlich hauptsächlich ein Ekel gegenüber solchen gefährlichen Nahrungsmitteln. Siehst du das auch so? Nein, das ist so, dass wir in der Urzeit eben schon sehr viele Fermentierungsvorgänge hatten. Und dieses traditionelle Haltbarkeitsmachen ist also in Asien durchaus noch sehr präsent. Mhm. So wie es im Mittelalter oder bis kurz nach dem Krieg hier in Europa auch irgendwie noch präsent war. Danach mit der Industrialisierung und diesen Supermärkten und so weiter ist das Thema Sauerkraut und vor allem das selber Herstellen irgendwie in den Hintergrund geraten. Heute hat ja fast niemand mehr ein Sauerkrautfass im Keller, außer in Asien. Also wenn man den Horizont etwas weiter aufmacht und nach Asien schaut, dann sieht man sehr wohl, die Asiaten, da gibt es Gegenden jedenfalls, wo alles fermentiert wird, was man essen kann. Mhm. Nüsse und Pilze und so weiter, mhm. Also Kräuter, es wird alles fermentiert. Und damit halt nicht nur haltbar gemacht, sondern eben traditionell mit eben lebenden Bakterien positiv entwickelt. Und zwar so eine Art von Vorverdauung findet dort ja statt. Also so ist Sauerkraut ja gar keine Rohkost im ursprünglichen Sinne, sondern es ist durch eben Bakterien schon vorverdaut. Also die Bakterien haben es gegessen und ausgeschieden. Der erste Prozess der Verdauung ist durch. Genau. Jetzt
machen wir das Thema beim Sauerkraut. Es heißt ja sauer. Und nach der Fermentation, wenn ich das esse, schmeckt es ja eigentlich immer noch sehr sauer. Und je nachdem kann man es ja auch noch in Salz einlagern, dann schmeckt es noch sehr salzig. Aber es ist immer noch sauer. Und sauer, hast du mir gelehrt, sauer heißt immer Elektronenmangel. Ja. Wie kann denn jetzt ein Sauerkraut, was sauer ist und Elektronenmangel hat, mir Gutes tun? Das verstehe ich immer noch nicht ganz. Ja, in der Summe hat Sauerkraut überhaupt keinen Elektronenmangel. Gar nicht. Sondern in dem Kraut selbst steckt noch so viele Elektronen, Doppelbindungen, also antioxidative Moleküle, dass eben die Summe nach der Verdauung und nach der Aufnahme eine große Elektronenvielfalt sogar da ist. Man weiß ja zum Beispiel, dass eine der Säuren, die dort entsteht, ja Ascorbinsäure ist. Und deshalb enthält ja Sauerkraut sehr viel Vitamin C. Ach, das wusste ich gar nicht. Und deshalb, weil diese Bakterien eben auch das produzieren können, wird also neben der eigentlichen Hauptsäure, die dort entsteht, man spricht ja von Milchsauer vergoren. Und deshalb ist die Milchsäure die zentrale Säure, um die es dort geht. Und diese Milchsäure, die ist im Darm eine der wichtigsten Säuren. Es gibt aber eben auch das Acetat, nämlich die Essigsäure. Und aus der wird man aus zwei Essigsäuremolekülen, die fügt die Natur auch im Körper zusammen. Und dann hat man wieder eine Buttersäure. Und dadurch werden dann auch unsere Zellen gut gefüttert und harmonisiert. In der Summe ist also im Sauerkraut ein großer Überschuss von Elektronen da. Und wie du von diesem jungen Mann, deinen Bekannten, gesprochen hast, ist eben die Milchsäure im Darm genau das Gegenteil zu der Milchsäure in der Zelle. Deshalb, man kann also eigentlich sagen, je mehr Milchsäure man im Darm hat, desto weniger Milchsäure hat man in der Zelle oder jedenfalls in dem Bereich des Darmes, wie Darmkrebs oder so. Diese Darmkrebszellen können mit einem gesunden Milieu, mit viel Sauerkraut, eben nicht existieren. Das heißt, der Tumor schmilzt dahin, der kann sich so nicht halten, weil er eben mit Buttersäure gefüttert wird und dadurch die Mitochondrien in den gesunden Zellen wieder den Strom auf der Steckdose haben. Oder die Spannung, besser gesagt. Wenn ich jetzt noch eine Klammer mache und sage, jemand hat zum Beispiel Magenkrebs und er isst eigentlich nur Sauerkraut, fermentiertes, dann hätte eigentlich dieser Krebs keine Chance zu überleben, oder? So ist es. Es gibt also noch viele andere Berichte, auch aus USA und so weiter, auch Studien, wo man zeigen kann, dass sogenannte Antikrebsdiät eben dadurch sich kennzeichnet, dass man eben praktisch keine Kohlenhydrate in dieser Nahrung hat und man vom Kraut selbst sogar, also es gab vorher schon Studien, wo es Leute gab, die sich vom Dickdarm oder Magenkrebs geheilt haben, in frühen Stadien, muss man sagen, dass dadurch, also nur das Weglassen der Kohlenhydrate und das Überfluten mit Elektronen in diesen sekundären Pflanzenstoffen im Kraut, und das ist also so heilsam, dass eben diese Krebszellen darunter unter diesem Milieu nicht mehr leben können. Und dann kommt jetzt aktuell in den aktuellen Forschungen noch dazu, dass eben diese Milchsäure und die Essigsäure mit der Buttersäure zusammen ein Milieu herstellen, die eben die sogenannten Fäkalibakterien Prausnitzii, nämlich die eben dann am Ende die Butyratbildner, die sehr gut antientzündlich, aber auch antikanzerogen wirken. Und eben im Gegenzug dazu, also die Fäkalibakterien und Buttersäurebildner, die steigen in der Anzahl und in der Aktivität und hemmen genau diese toxischen Proteobakterien, die eben diese karzinogenen Stoffe bilden. Und deshalb, wenn je weniger von diesen schädlichen Stoffen entstehen und je weniger Bakterien wir in dieser Form haben, desto schneller ist der Krebs auch wieder zurückentwickelt.
Die Heilung findet von außen nach innen statt, über das Milieu. Über das Milieu. Eindeutig. Ganz richtig. Also statt über den Kern mit Chemotherapie oder Strahlen irgendwie zu zerstören, schafft man sich ein Milieu voller Elektronen und Energien, die immer mehr die Säure des Tumors auslösen oder normalisieren. Richtig. Vor allem geht es darum, dass die normalen Zellen und auch bei einem Krebspatienten sind ja zumindest in den frühen Stadien des Krebses 99,999% der Zellen im Körper noch gesund. Mhm. Und es geht jetzt bei der Therapie, leider wird das in der Onkologie nicht wirklich groß berücksichtigt, sondern es geht aber von uns aus, geht eigentlich die eigentliche Therapie über die andere Schiene, nämlich die Stärkung und Gesundung der gesunden Zellen. Und dazu gehören eben auch die Makrophagen, die natürlichen Fresszellen oder natürlichen Killerzellen, die ja die Tumorzellen teilweise zumindest neutralisieren können. Und die Tumorwachstum, das wissen wir zumindest bei soliden Tumoren, werden die das Tumorwachstum wird ja über Zuckerzufuhr, also Kohlenhydrate, gefördert. Mhm. Wenn man das dann wegschneidet, dann verhungert der Tumor. Und wenn man dann aber die gesunden Zellen sehr stark macht oder verstärkt im Sinne von Energie, ja, dann können diese sogenannten Makrophagen auch ihre Arbeit tun und den Tumor langsam aber sicher beseitigen. Das ist auf zwei Art und Weise versucht man, das Problem aus der Welt zu schaffen. Ja? Genau. Jetzt sehr viel Sauerkraut, was auf den Markt kommt heutzutage, ist ja pasteurisiert. Das heißt, die lebendigen Kulturen sind alle tot. Habe ich aber dann immer noch den Effekt der Milchsäure drin, aber einfach mit toten Bakterien. Aber es ist immer noch gut, das Sauerkraut. Genau, also wir unterscheiden eben die aktuell angebotenen Versionen des Sauerkrauts. Das eine ist eben das natürliche, noch lebende, und das andere ist pasteurisiert. Die Pasteurisierung hat genau diesen Nachteil, dass es eben keine lebenden Bakterien mehr gibt oder praktisch keine. Aber eben das Milieu ist noch milchsäurehaltig. Mhm. Und dadurch, wenn man das jetzt einnimmt, dann hat man eben doch Milchsäure-Milieu eben für die eigenen Bakterien, die dann wieder selbst auch Milchsäure herstellen können, wenn das richtige Futter kommt. Und das ist durchaus noch in dem Sauerkraut drin. Mhm. Effekt ist aber erheblich besser, wenn es noch die lebenden Kulturen gibt. Weil ich dann viel schneller diese Bakterienstämme in meinem Magen wieder anzüchte, kultiviere, sodass auch die wieder eine große Familie gründen und eigentlich das gute Darmmilieu damit besser und schneller vollzogen wird. Genau. Es sind eben genau diese synergistischen Bakteriengruppen. Die einen kommen von außen, die anderen leben eh schon in unserem Bauch. Und wenn das dann zusammenkommt, dann sind die umso stärker. Mhm. Wir haben ja in unserem ganzen Umfeld die allermeisten Bakterien, über 90% aller Bakterien sind ja Freunde. Das heißt, die nützen uns, also Nützlinge, sagt man auch. Und das sind nur ganz wenige eigentlich, die sich als negativ erweisen im Zusammenhang mit unserem Leben. Und jetzt gilt es da eben dieses Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen Gut und Böse, wie man so sagt. Also möglichst wenig pathogene Keime und möglichst gesunde, vielfältige, gesunde Keime. Also, das heißt also, wir sollten alle möglichst schauen, dass wir ein gewisses Maß an Produkten zu uns nehmen, die milchsäurelastig sind. Ja, also die Milchsäure ist eine der wesentlichen Säuren, die eigentliche im Sauerkraut, die wesentliche, wie ich sagte, ja. Und dann gibt's aber eben auch noch Essigsäure und die Buttersäure. Genau, Essig und Buttersäure. Das heißt also, wir brauchen eine gewisse Vielfalt von Bakterien in unserem Bauch, die eben sehr eng miteinander arbeiten und sich gegenseitig auch noch schützen und nützen, damit sie dann auch in der Summe eine schöne Kultur bilden. Mhm. Welche Nahrungsmittel außerhalb von Sauerkraut sind denn geeignet, zum Beispiel um unseren Milchsäureanteil im Darm zu erhöhen? Oder prinzipiell kann man fast alles fermentieren, was man so kennt. Mhm. Ja, da gibt es die,
die Getreidekulturen, ja, das ist so ein Brottrunk zum Beispiel. Dann gibt es fermentierte Sauerteigprodukte. Der Sauerteig ist zwar dann auch gebacken und hat keine lebenden Kulturen mehr, aber es ist immerhin eben schon milchsauer. Dann gibt es Milchprodukte, die man als Sauermilchprodukte von Sauermilch über Kefir und auch Käse ist natürlich ein Fermentationsprodukt. Dann gibt es aber auch Pilze, die man fermentiert, auch Nüsse und Kräuter. Vor allem in Japan kennt man das fermentierte Soja oder Sojasprossen. Und dieses Soja, das wird dort als Natto bezeichnet und nützt dann auch Frauen besonders, wenn es um die natürliche Umgebung für die entsprechenden Hormone geht. Mhm. Ja? Also die natürlichen Östrogene und Progesteron und so weiter werden von Natto sehr gut unterstützt und reguliert. Also alles, was so Milchsäure produziert in Sachen, sind Produkte, die aus der Fermentation heraus diese Säure produzieren. Das sind auch die Bakterien, die das produzieren. Schade ist, wenn man sie dann am Ende der Fermentation tötet, die Bakterien. Besser ist, wir nehmen sie mit. Aber dann muss man es selber machen oder irgendwo auf einem Stand, wo Bauern sich das vielleicht noch gerne machen und verkaufen. Dann hat man einfach eine kurze Haltbarkeit, weil es ja weiter fermentiert, aber man hätte eigentlich das Beste, was man nehmen kann. Dann gehen wir nochmals kurz, in welche Produkte produzieren dann Essigsäure? Ja, das ist also, je nachdem, welche Grundlage man wählt, zum Beispiel Gurken und so weiter, das gibt es also, je nachdem, was man fermentiert, geht das mehr in Richtung Acetat, also Essigsäure und manchmal mehr in Richtung Milchsäure. Das ist je nachdem, welches Grundlagen-Lebensmittel man verwendet. Aber auch wieder eine Fermentation dahinter. Auch Fermentation, richtig. Mhm. Gut, dann haben wir noch die Buttersäure. Ich kenne die eigentlich nur als die Gamma-Aminobuttersäure, GABA, wo man früher noch fürs Hirn gegeben hat. Wie kriege ich jetzt die eigentlich in den Magen? Ja, also wir kennen die Buttersäure eigentlich jetzt neuerdings eben seit einigen Jahren aus dem Bereich des Mikrobioms, wo wir gelernt haben, dass es eben nicht nur Lactobacillen gibt, die oder Bifidobakterien, die jetzt Milchsäure produzieren im Wesentlichen, sondern dass es eben auch noch Bakterien gibt, die sehr eng mit denen zusammenarbeiten, die aber reine Buttersäure bilden, und zwar aus im Grunde genommen allem, was Ballaststoff und auch Kohlenhydrat heißt. Und zwar wird dort eben diese Buttersäure gebildet, und die ist eine ganz wichtige Basis für die Energie der Darmwand vor allem, aber auch für unsere Körperzellen. Buttersäure ist nach neueren Erkenntnissen der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Darmfunktionen, einschließlich der Drüsen im Bauch. Es ist sehr antientzündlich wirksam, sehr gut energiewirksam für die Peristaltik und fürs Immunsystem und so weiter. Wenn ich jetzt nochmals zwei Zeilen zurückgehe, ist auch eigentlich Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, eine Milchbase, eine Essigbase und eine Butterbase. Wenn man sieht, dass ja eigentlich über dem Strich ein Elektronenüberschuss besteht. Ja, wobei der Überschuss der Elektronen jetzt nicht aus diesen Säuren herausstammt per se, sondern im Sauerkraut zum Beispiel kommen ja diese Säuren immer im Zusammenhang mit sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, die ja das wesentliche Gewicht einer Pflanze, des Krauts, ausmacht. Und deshalb ist im Grunde genommen die Elektronenpool-Sammlung, also die große Menge der Elektronen, stammt also nicht aus diesen wenigen Säuren, die das sauer schmeckende Element ausmachen, sondern aus den sekundären Pflanzenstoffen, die wir ja als Elektronenspeicher kennen. Dann definiere ich es anders, denn heißt es eigentlich nicht Sauerkraut, sondern Basenkraut. Genau, das Sauerkraut ist eine Art Basenkraut, jedenfalls nach dem Stoffwechsel. Es schmeckt auf der Zunge sauer und es ist auch für den Magen eine Unterstützung der Magensäure. Mhm.
Aber sobald das in den Darm kommt und vor allem dann in den Stoffwechsel, werden diese Elektronen frei. Und dann ist es am Ende des Stoffwechsels für den Gesamtkörper basisch, weil antioxidativ und basisch. Schon interessant, was wir einfach falsche Wörter manchmal nutzen und dann meinen, nur wie Sauerkraut heißt, dass mich das Essen ja noch weiter übersäuern würde, wie auch die Zitrone, das hat sich schon ein bisschen durchgesetzt, dass die Zitrone basisch verstoffwechselt wird. Nur hat es wahrscheinlich kaum jemand verstanden, wie das sein kann. Das hast du heute super erklärt, danke vielmals. Ja, und das ist aber einer der ganz wesentlichen Elemente, die diesen jungen Mann, den du eingangs zitiert hast, eben geheilt hat. Ja? Also letztendlich braucht ein Mensch, der eine Tendenz oder schon einen diagnostizierten Krebserkrankung oder sowas hat, der braucht eben sehr viele Elektronen und Basen oder Antioxidantien, um eben diese Laktatansammlung in der Zelle zu neutralisieren. Mhm. Das geht nur, wie du richtig sagst, mit den Elektronen, mit dem Elektronenüberschuss. Mhm. Ja, das ist die Therapie, aber eben auch dieses Milieu, was im Darm stimmen muss im Sinne einer Säuerungsflora. Kriegt er bei dieser einseitigen Ernährung über Monate hinweg nur Sauerkraut zu essen, weil es war ja 5:12, nicht anderweitige Ernährungsmängel aufgrund von dieser Ernährung? Oder wie schätzt du das ein? Ja, also in einer gewissen Zeit kann man sich ohne weiteres von Kraut alleine ernähren. Mhm. Das, was im Kraut nicht ausreichend vorhanden ist, ist zum Beispiel das Omega-3-Öl. Das braucht man auf die Dauer dann schon noch dazu. Mhm. Und es gibt bestimmte vielleicht Proteine, die zum Beispiel bei Leistungssportlern nicht ausreichend vorhanden sind. Aber wir haben Analysen gesehen von Sauerkraut und wir sind erstaunt, wie viel Protein im Sauerkraut vorhanden ist. Und wir haben vor allem diesen Überschuss an einer ganz großen Vielfalt von Elektronenspendern. Und dadurch ist das Ganze so gesund. Also man hat auf längere Sicht, so mittelfristig, man kann ruhig 2-3 Monate oder auch länger nur mit Sauerkraut wunderbar überleben. Also wenn ich jetzt eine Zusammenfassung machen würde, je Menschen, die jetzt einen hohen Blutdruck haben, Diabetes haben, Burnout gefährdet sind, ständig krank sind, ständig erschöpft sind oder in einer anderen Krankheit drin stecken, dann wäre diese Idee, einfach mal wirklich monatelang, für einen Monat, 2, 3, wirklich nur selbstgemachtes, fermentiertes Sauerkraut zu essen, zusammen mit Omega-3 und vielleicht ein paar Aminosäuren, ein Schlüssel zur Milieuheilung, dass diese Elektronenflut die Herde in sich auflösen kann. Richtig. Aber das ist ja mega wichtig. Ja. Und man würde heutzutage, wo man das weiß, auch in den Details, man würde zum Beispiel noch den Vitamin-D-Spiegel ausgleichen. Ja, schreib's mir auf, der Vollständigkeit habe ich es eigentlich immer logisch, aber man muss es trotzdem sagen. Ja. Es gibt Wissensresistenzen. Ja, es gibt eine kleine Anzahl von Dingen, die man noch dazufügen müsste vielleicht. Aber in der Summe ist das eine sehr, sehr wirksame Therapie, eigentlich gegen ganz viele verschiedene Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Ähnelt auch sehr einer Fastenzeit, weil ich bin ja Meyer-Arzt und Meyer-Kur heißt ja, dass man am Anfang mal fastet und den Darm sauber macht. Und man weiß ja, wenn man sehr viel Sauerkraut zu sich nimmt, dann hat man ganz niedrigen Kohlenhydratspiegel, aber sehr viel weichen Stuhlgang. Das heißt, der Darm wird auch gereinigt. Mhm. Also Sauerkraut ist eigentlich eine bestimmte gewisse Form auch der Darmsanierung. Jetzt wissen wir ja, dass die Hauptnahrungsquelle heutzutage für viele Menschen kohlenhydratlastige Nahrung ist. Das heißt, ich habe auch ein Darmmilieu, das bei weitem jetzt nicht aufgebaut ist auf diese hervorragende Milchsäure, Essigsäure und Buttersäure, sondern hier habe ich andere Bakterienstämme angesiedelt. Jetzt muss ich ja wirklich schauen, dass ich ja nicht pasteurisiere, um diesen Wandel an Bakterienstämme hin zu einem gesunden Bakterienstamm im Darm
hinzukriegen. Und dann habe ich auch eine Alzheimer-Prävention betrieben, eine Demenzprävention. Und das ganze Immunsystem, wo ja zu 80% aus dem Magen kommt, hätte ich stabilisiert. So ist es. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Was hältst du davon, dass so viele Produkte auf dem Markt sind, die zum Beispiel mit Silberfäden verwoben sind, zum Beispiel antimikrobielle Socken oder Zahnpasta antimikrobiell? Und wir haben doch im Mund ein wahnsinnig großes Mikrobiom mit Bakterien und an den Füßen weiß ich, ein gesundes Fußmilieu hat 50 verschiedene Bakterien. Und wenn ich jetzt hier mit Silberfäden arbeite und alles töte, das begreife ich dann nicht, das ist ein Widerspruch. Ja, also das Verständnis oder die Idee von diesen Silberfäden und so weiter stammt aus der Zeit, wo man mit zum Beispiel verunreinigtem Wasser oder zum Beispiel einem superinfizierten Ekzem, also einer bakteriellen Hauterkrankung oder so weiter, als Therapie eine Option gesucht hat. Mhm. Dazu ist dann das Wasser steril zu machen, das Trinkwasser steril zu machen oder auch die Haut von schädlichen Bakterien zu befreien. Aus dieser Region stammt diese Idee und das ist per se auch mal an der Stelle noch nicht falsch. Mhm. Also wenn es eine Überflut von schädlichen Bakterien gibt, dann ist es schon mal richtig, die zu dezimieren. Mhm. Aber heutzutage wissen wir, es gibt eben die überwiegende Anzahl der Bakterien, die uns Nützlinge sind, also nützlich. Und die sind eben zu fördern. Und deshalb sind sowohl Konservierungsstoffe als auch solche pauschalen antibakteriellen Therapien nicht per se zielführend. Jedenfalls nur bis dahin, wo schädliche Bakterien dezimiert werden müssen. Hinterher muss man das aber unbedingt wieder weglassen, weil dann eben die gesunde Darm- oder Hautflora eben nicht sich entwickeln kann. Also insbesondere natürlich jetzt auch wieder im Mund, weil hier haben wir sehr viele Bakterien, die eigentlich die Nahrungsmittel aufspalten müssten, Enzyme setzen müssten, der ersten Verdauungsgang bringt. Aber wenn wir uns da mit falscher Zahnpasta eigentlich diese ständig abtöten, dann fehlt uns ja dieser erste Verdauungsschritt, oder? Ganz richtig. Erstmal die Verdauung beginnt eben im Mund. Und auch mit dem Zusammenhang mit dieser Mundflora, die wir alle haben oder hoffentlich haben und die eben nicht zerstört ist. Das ist ganz richtig. Nur es gibt eben sehr viele Menschen, durch diese vielen Kohlenhydrate verschiebt sich jetzt wieder gerne diese Flora auch im Mund schon in Richtung schädlichen Bakterien. Und die dann zu dezimieren, das ist per se nun eigentlich richtig. Ja. Aber langfristig, wie gesagt, sind jetzt die permanente Dezimierung von Bakterien am Ende die falsche Logik, der falsche Ansatz, weil das dezimiert sich ja hauptsächlich die gesunden Bakterien. Mhm. Und das wollen wir überhaupt nicht heutzutage, sondern eher probiotisch, präbiotisch die gesunde Flora fördern. Das ist viel gesünder auf die lange Sicht als der umgekehrte Weg. Das Milieu ist entscheidend, der Erreger ist nichts. Und die Epigenetik geht ja auch von außen nach innen, also eigentlich alle, außer die strenge Schulmedizin, die kämpft immer noch gegen alle Erreger und Bakterien und sieht das als unsere Feinde an. Aber mein Gott, Hand aufs Herz, was wären wir Menschen ohne einen Virus oder Bakterium in uns drin? Wir wären nicht überlebensfähig. Ja? In keiner Art und Weise. Du hast vorne noch ein Wort gewählt, da müssen wir eine Sendung darüber machen. Du hast das Wort Konservierungsmittel erwähnt. Da frage ich mich wieder, wenn wir Konservierungsmittel essen und es kommt in den Darm, was passiert da unten? Was konservieren wir hier eigentlich? Wissen wir eigentlich, was wir tun, wenn wir Konservierungsmittel essen? Lass uns eine Sendung daraus machen. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Ist das okay? Sehr gerne. Gut, danke ganz herzlich, Dr. Med. Henning Sator war das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Meierarzt, ein FX-Meierarzt, sage ich's noch korrekt, der sich eben gut auskennt, auch mit der Physik und der Medizin und diese Dinge eigentlich so vereint. Und deshalb ist er einer der ersten Ärzte, mit dem ich über fermentierte Nahrungsmittel sprechen darf und kann.
und der mit diesem Erfolgsrezept im Bereich Sauerkraut bei Menschen, die wirklich eine gesundheitliche Problematik haben, bestätigt hat. Und ich kann das jetzt auch nur mit bestem Wissen und Gewissen einfach hinaustragen, in die Welt hinaustragen. Bitte teilt es auch, gebt diese Sendung weiter an Menschen, die gerade am Kämpfen sind oder ein Problem haben im Bereich der Gesundheit, dass sie vielleicht dies als unterstützende Maßnahme in Ergänzung zur bestehenden Therapieform doch bitte noch mit einbeziehen mögen. Einfach die Flut von Elektronen, die da zustande kommt und zugefügt wird, zusammen mit guten Milchsäuren, Essigsäuren und Buttersäuren, die diesen ganzen wunderbaren Wandel dann vonstatten fügen kann. Eben immer übers Milieu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.